Wird Ihnen präsentiert von Die Joyaux, mein Pool. Ich bin gelernter Bootsbauer und habe nach dem Bootsbauer, nach der Lehre, habe ich Industriedesign studiert, Schiffbau auch kurz, und habe dann, nachdem ich bei Yachtdesignern gearbeitet habe, angefangen, meine eigenen Produkte zu entwickeln. Das ist eine Klampe, die klappbar ist. Die wird einfach mit einem Handgriff geöffnet oder auch wieder geschlossen. Da gibt es mittlerweile Varianten. Wir haben eine neue Klampe rausgebracht. Die ist immer geschlossen. Die kann man öffnen und schließen. Und man kann, obwohl die geschlossen ist, einfach die Leine hier befestigen. Und man kann aber auch sehr schnell wieder vieren. Das geht also beides. Das soll erstmal verhindern, dass lose Leinen hängen bleiben hier. Also das betrifft hauptsächlich Segler. Aber auch die Sicherheit an Deck ist erhöht, weil die Stolperfalle ist zwar noch da, aber man kann sich nicht so verletzen an diesen hochstehenden, offenen Kanten. Es ist also eine Kombination aus allen Anforderungen an ein hochwertiges Produkt, kann man sagen. Die Aluminiumklampen sind günstiger, die Edelstahl teurer, also es geht von 300 Euro bis 6.000, 8.000 Euro, kann man sagen. Wurde Ihnen präsentiert von Juhu! Die Joyaux, mein Pool.